Gut, die Suche nach dem Labor geht weiter. Ah, da ist der Uhrenturm. Da ist der Uhrturm. Ah. Alter, durch, Ashley. Okay, wir gehen nicht ins Labor, wir gehen erstmal zum Uhrenturm. Auch okay. Ich kann auch mit Ashley dorthin gehen. Oh je, das gefällt mir nicht. Ich krieg so viel Munition. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, 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 oh. Okay, erstmal alles nachladen. Okay. Dann rein. Was zur Hölle? Oh, super. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Oh nein, sie wollen mich rauswerfen. Hallo? Hallo? Sacramentos. Ja, zwei auf einen Streich, das lobe ich mir. Ups, die wollte ich gar nicht nehmen. Ich höre doch. Ich höre euch. Alter. Oh, Senor. Ich muss hier gucken. Was ist hier drin? Oh, ein Goldplätzchen. Ein bisschen Gold. Hässliche Missgeburtenfigur wieder. Wo sind sie denn? Oh. Was macht der denn, Alter? Der duckt sich einfach. So ein Hund. Oh. Wow, was ist das? Wow! Shit, nein, die Figur, die habe ich ja ganz vergessen. Alter. Flammenwerferfigur. Scheiße, da komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss an der Flammenwerferfigur vorbei. Oh, nice. Okay. Und los! Ah. Ah, oh, shit. Shit. Oh, okay. Die Flammen erreichen mich hier nicht. Oh, du blöder Sack, Alter. Oh, du blöder Sack. Ah, ah.
das so machen wie gerade vorher. Aber davor erledige ich die noch. Oh, der ist in den Tod gerannt. Ah, auch nicht gut. Ah, auch nicht schlecht, meine ich. Jetzt! Go, 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 go! Okay, er ist nicht in den Tod gerannt. Doch, ist er. Oh. Okay. Danke. Boah, du machst es mir echt einfach. Oh, oh. Hau ab, du hässlicher Priester. Alles klar. Was war's? Was? Was ist das? Kommt das Ding jetzt runtergerollt oder was? Oh ja. Ihr wisst echt, wie man Leute willkommen heißt. Oh Junge, was? Kommen jetzt die ganze Zeit solche blöden Dinger runter oder was? Alter, die haben ja hier. Ja. Kommt da noch eins? Oh ja. Okay. Und los. Ah! Nein! Geh weg! Die scheiß Kugel kommt! Lass mich durch! Ah! Oh Gott! Come on, Alter! Diese Dreckskugel! Alter! Ihr wisst echt, wie man Leute willkommen heißt. Okay. Okay, ich habe kein Leben mehr. Hey, warum habe ich denn so alte Handgranaten? Schwere Handgranaten und leichte. Ah, okay. Okay. Ich habe nur rotes Kraut, kein grünes Kraut. Auch nicht schlecht. Ich warte noch. Ach, guck. Alter, woher bringen die denn diese fetten Monsterkugeln? Hund, Alter, stirb! Ah. Ja. Yeah. Könnt ihr damit spielen? Ja. Eure eigene Falle. Das nenne ich mal scheiße gelaufen. Kommt da noch mehr? Egal, noch eine. Falls noch einer kommt. Jetzt gehe ich kurz einsammeln. Ha? Schießpulver. Nur Kohle. Das war's. Okay.
Erstmal wieder nachladen und dann runterspringen. Sehr schön. Munition. Eine nette Uhr. Die ich auch gleich mal wieder hier einen Rubin reinklatschen kann. Edelstein besetzen. Jawohl. 19.000. Okay. Gibt's, warte mal. Ist noch irgendwas hier, was ich übersehen habe oder so? Hier ist nichts mehr. Dann ab nach oben. Ein Aufzug. Mhm. Wie aufmerksam. Ja. Was, wo, was? Was denn? Ich habe irgendwas gehört, aber nichts. Ja. Alter. What the? Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Oh, scheiße. Hallo? Oh. Das sind ja nur noch ein paar Körperteile, die hier angekommen sind. Bleib weg mit deiner hässlichen Axt. Oh. Ah, da ist auch wieder einer. Du bist einer der Mutigen, ne? Oh oh. Nein. Ja, ich hasse sie. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Ich höre ihn. Wo ist der Bastard? Ah, da ist er. Ja, flüchte ruhig. Boah. Runter hier. Gibt's doch nicht. Oha. Oh oh. Ah, Scheiße. Scheiße, ich muss mich irgendwie heilen. Okay. Der Rest wird schwierig. Nein. Nein. Ah. Ah. Ah, Scheiße. Ich schwör's dir, ich Bastard. Ah. Ah. Oh, stirbt da doch noch. Und runter mit dir. Okay. Was? Ah. Au. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Okay. Okay. Hallo. Hässliche Nonne, runter mit dir. Okay, das war's, glaube ich. Kann ich auch wieder runterlaufen, weil da lag so viel Zeug jetzt. Anscheinend nicht. Na, mal gucken. Okay. Ne, hier ist sie nicht. Ich habe natürlich jetzt die Schätze liegen lassen. Na, egal. Hä? Ah.
Ashley. Salazar, der Penner. Elender Bastard. Alter, ich hab fast keine Moon mehr, ne? Geht doch. Gibt's noch einen irgendwo? Oh Mann. Munitionsknappheit wird jetzt immer mehr. Wie soll ich gegen Salazar gewinnen, wenn ich so wenig Munition habe? Oh oh. Langsam. Nicht rennen. Na toll. Danke. Gut, ich kann Munition herstellen. Na, da ist er ja wieder. Da ist er ja schon wieder. Der Hund. Gibt's nicht. Du bist einfach überall. Wo, was ist hier oben? Okay, ein bisschen hilft er mir, ja. Aber nur ein bisschen. Willkommen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Ich weiß, dass du die feinste Ware hast, aber ich muss ganz kurz... Ach so, das habe ich schon bestückt. Okay. Willkommen. Ich kaufe erstmal den ganzen Shit, was ich hier habe. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Fremder! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Auch ein Messer braucht hin und wieder. Geh sorgfältig damit um, okay? Fremder! Dafür kriegst du einen besonderen Preis. Deine Kohle oder dein Leben. Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Sei ja auch schon bemerkt. Wenn du noch was. Okay, ich stell mal Pistolenmunition her. Und noch mehr Pistolenmunition. Gut. Dann stelle ich ja hier so ein Ding her. Pack das auch noch mit rein. Und dann packe ich das hier rein. Dreh das und pack das da rein. Und jetzt tue ich nochmal neu anordnen. Dann stelle ich hier Gewehrmunition her. Gut. Oh, das goldene Ei kann ich auch verkaufen. Willkommen. Das verkaufe ich natürlich auch noch, das goldene Ei. Das brauche ich ja nicht. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wo ist das goldene Ei? Ist das normale Ei? Will er nicht verkaufen? Doch, da ist es doch. 9000. Eine Menge Gesundheit stellt es wieder her. Ein kostbares Ei beim Verzehr stellt es eine große Menge Gesundheit wieder her. Wo soll ich es lieber essen? Kann ich sonst noch beim nächsten Mal? Ich esse es lieber. Dann speichere ich mal ganz kurz. Danke. Nein. So. Geht's irgendwie runter oder so?
Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Uhrwerk noch eine Menge holen kann. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen, wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Leon! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ ihnen seine Gnade zuteil. Du redest zu viel. Doch sie sind... Sie Vulgärer! Unzivilisierter! Bastard! Als ob der tot ist. Jetzt kommt er erst recht. Erlauben Sie mir Ihnen, die Macht zu zeigen, die mein Herr mir gab. Die Macht Gottes! Es wird Zeit für die finale Nacht! Oha! Oha! Ramon! So, so. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, warum zeigen Sie mir nicht für ein erstklassiges Drehbuch auszusehen? Machen Sie es mir vor. Oh, oh. Was ist denn das für ein ekelhafter Typ, Alter? Oh! Verdammt, Alter! Aua! Nochmal. Okay. Oh, Alter! Ich blick gar nichts mehr. Da! Ah. Verpiss dich! Wow. Ah! Alter, ich blick gar nicht, wie ich ihn erledigen soll. Verrückter kleiner Kerl. Ah. Sie sind ein besserer Tänzer als ein Arzt für einen unzivilisierten Tempel. Du bist auch nicht schlecht. Für ein gammeliges Stück Scheiße. Oha! Oha! Alter, das hat übelst reingezwiebelt. Junge, Junge. Aua. Oh. Oh. Er sieht sich voll als Gott. Du bist ein hässlicher Fleischklops. Verdammt. Ah. Oh. Ah, oh, scheiße. Scheiße.
Oh Gott, Alter. Anstrengend ist der echt. Kann ich nicht. Verdammt. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Das hätte nicht sein müssen. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Passt auf, was ihr sagt, mein Lord. Was soll man denn über euch denken? Ah. Oh Gott. Oha. Ja. Ja, was ist das? Oh. Ja, er hat mich umgebracht. Ich muss zugeben, das war sehr unterhaltsam, Mr. Kennedy. So ein Hund. Junge, Junge. Boah, Alter. Okay. Okay. Und rein da. Hiermit übergebe ich dir das mit. Okay. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na warum zeigen Sie mir nicht erstklassiges Drehbuch auszusehen? Machen Sie es mir vor! Scheiße. Seine dreckigen Scheiß Dinger. Scheiß Penner. Junge, Junge. Aua! Hä, wieso hat er mich erwischt? Alter! Jetzt hau da aber rein hier. Scheiße. Jetzt bin ich dumm gewesen. Jetzt bin ich aber ganz schön reingelarrant hier. Egal. Wo ist er jetzt hin? Ah ja, come on, Alter. Wie viel ist das halbe Energie kostet? Halt dein scheiß Maul! Ah, was? Ah. Ich bin schon wieder gleich tot, Alter. Es zieht so viel ab, diese Säure. Aber. Ein gammeliges Stück Scheiße. Da, hier. Wie schmeckt er das, so kleine Ratte?
passt auf, was ihr sagt, mein Lord. Was soll man denn über euch denken? Boah. Ja, ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe nur noch ein grünes Kraut, sonst nichts mehr, ne? Scheiße. Ach, Kacke! Boah. Nein. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh, oh, ein Kraut. Scheiße, ich bin voll in das Ding reingerannt. Ah, Junge. Fuck. Alter, wie willst du das machen, Junge? Ja, Alter, das ist ja so heftig. Junge, der frisst so viel Munition ohne Ende. Der wird mich jetzt ein bisschen auf Trab halten. Hiermit. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na warum zeigen Sie mir nicht Ihr erstklassiges Drehbuch auszusehen? Machen Sie es mir vor! Wo ist er denn? Jawoll, kommt gleich her. So sieht's aus. Oh, Kacke. Oh. Passt auf, was ihr sagt, mein Lord. Oh, oh. Was soll man denn über euch denken? Dafür stirbst du. Okay. Boah. Ah, Scheiße. Okay. Naja, ein bisschen. Nee, das nicht. Ich brauche unbedingt Munition, verdammt nochmal. Da. Da. Ah. Aua. Oha, was? Oh mein Gott. Er hat mich einfach gefuttert. Der hat mich einfach gefressen, der Hund.
echt scheiße. Der Anfang war vorher nicht schlecht. Okay. Ich krieg den hin. Okay. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na und zeigen Sie mir nicht Ihr erstklassiges Drehbuch auszusehen. Machen Sie es mir vor. Wo ist er? Nein, nicht schon wieder. Oha. Boah, ich darf ihm nicht zu nahe kommen, Alter. Sonst kommt das. Alter, das war jetzt aber... Jetzt hat er diesen Move aber gleich ausgepackt. Gleich am Anfang. Alter Falter. Hiermit übergib. Sie sind in meinem Drehbuch nicht mehr als eine Nebenfigur. Werden Sie also nicht so fertig. Sie haben Ihren großen Auftritt. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na und zeigen Sie mir nicht Ihr erstklassiges Drehbuch auszusehen. Machen Sie es mir vor. Einfach eine fleischfressende Pflanze ist der. Rein ins Auge! Oh, jetzt geht er ab. Sag mal, Leute, was soll man denn über euch denken? Dafür stirbst du langsam und ähnlich. Okay. No. Oh, jetzt hat er mich. Boah. Ah. Nein, 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 nein. Boah. Verdammter Hundesohn. Nein. Ah. Ekelhafter Gnom, Alter. Fress Kugeln. Ah. Oh Gott. Als Maul. Ja, genau. Jetzt frisst du noch ein Messer.
Oh oh. Okay, ja. Du bringst mich um, ich hab's kapiert. Aua. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Bah! Oh. Oh. Du bist halt ein hässlicher kleiner Gnom. Ah, jetzt hat er mich. Alter, jetzt hat er mich. Ja, natürlich. Fuck! Das war knapp. Alter. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Wo ist er denn jetzt? Oh! Scheiße. Wo ist er? Alter. Also du hässlicher Spider-Man verschnitten. Ah. Shit. Fuck. Ah, dieses Gequatsche von dem geht mir auch langsam echt auf den Senkel. Oh, das kann doch nicht wahr sein, überall diese scheiß Minen. Ja. Yeah. Wow, wow. Nee, nee. Oh, ah. Ah. Jawoll. Mein letztes Messer darfst du jetzt spüren, Koppel. Das gibt's doch nicht. Noch immer nicht genug. Oh, jetzt sieht's schlecht für mich aus. Jetzt hat er mich gerade wieder echt gut erwischt. Also richtig gut. Ja, ist doch gut. Nein. Oh, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Leg das Ding hin. Oh, verdammter Hund, Alter. Geh doch jetzt endlich drauf. Oh, nee. Genau. Jetzt bleib doch einfach mal stehen. Ach, Scheiße. Oh Gott. Ja! Ah. Oh Gott! Alter, wie viel hält er denn aus? Ich halt's nicht aus, wie viel er aushält. Ich hab noch ein Ei. Das war's. Ich hab keine Moon mehr. Wie soll ich ihn besiegen, Alter? Na, endlich!
Jawoll, du dreckiger Schleimbollen, Alter. Danke für deinen Lippenrouge. Ekelhaft. Aber das Döschen ist bestimmt was wert. Alter, Junge. Guck mal, wie viel Kraut da rumliegt. Vorher einfach nichts. Okay, Pistolenmunition hatte ich unendlich, aber das hat ihm nichts ausgemacht. Scharfschützengewehr hat ihm ordentlich eingeheimt. Okay, nichts eben weg hier. Halt, was war das? Naja, drüber hüpfen. Ich guck nochmal. Da liegt doch noch was. Da liegt noch was. Wo? Hab. Irgendwo liegt noch was. Ich sehe aber nichts. Da. Nice. Okay. Jetzt aber weg hier. Ashley. Ich darf keine Zeit verlieren. Ja. Oh. Schön, das Meer. Ja gut, Munition für die Pistole habe ich genug. Ah, okay, Gewehrmunition. Das ist auch okay. Ab nach unten. Was? Krauser, wo wollen Sie mit dir hin? Okay. Munition für die Shotgun wäre auch mal nicht schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein. Und das war's. Hässliche Blechbüchse. Da jetzt noch mal welche? Von diesen Rittern. Dieser Plagerparasit, echt. Schon heftig, dass der sich sogar in Ritterrüstung reinfressen kann und sie selber steuern. Aber komisch, dass er bei UV-Licht einfach einfriert. What? Schon wieder. Vergiss es! Oh. Okay. Das war komisch. Eine Ratte. Ciao. Ich habe versagt, Herr.
Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinen Rücken Pulgacito zu nennen verpflegte, rief er diese in seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, dann zog er eine Flasche Vitrol aus seinem Tasche und spülte es ihr mitten ins Gesicht. Vitriol, was ist denn Vitriol? Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandet, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der übelschwänglichen Freude. Boah, sein irres Grinsen verfolgte mich bis zu diesem Tag. Diese Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis dem Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plaga zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpft hat und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich meinen Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Alter, ich kann nicht mehr lesen, echt. Als treuer Diener der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht und Buße euch gegenüber. Jetzt habe ich wieder den Satz weiterlesen wollen, obwohl er vorbei ist. Okay. Die Haushälterin habe ich noch nicht getötet. Die kommt als nächstes. Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Ja. Wahrscheinlich würde es auch noch Ashley hinterher schwimmen. Okay. Mist. Ah, Ada. Suchst du was? Kapitel beendet. Okay. Schauen wir mal. Sturz der Burg, endlich hält er die Klappe und Strike! 1:16 habe ich gebraucht. Dann speichern wir mal. Kapitel 13. Und weiter geht es gleich.